Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Unreal. Ich habe euch im letzten Video vergessen, was zu zeigen. Es gab da nämlich noch ein Secret, welches wir finden konnten, was ich jetzt leider verpasst habe. Und ich kann hier auch nicht mehr zurück, weil ihr seht, die Tür, durch die wir im letzten Video gegangen sind, da komme ich nicht mehr durch, die ist jetzt zu. Es ist mir im letzten Video noch eingefallen. Ich habe zwar nicht laut gesagt, aber ich habe es gedacht, wirklich genau in der Sekunde, wo ich gerade die Tür höre, wie sie hinter mir zugeht, habe ich mir wirklich einfach nur gedacht, fuck, da war doch noch was. Naja, aber ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, wie wir dann nochmal hinkommen. Ich werde es gleich einfach mal versuchen, wir gehen jetzt hier aber erstmal weiter. Und wollen jetzt mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Geht das hier auf? Nein, geht natürlich nicht auf. Das hier geht auch nicht auf. Da sehen wir schon einen Brute, der sieht uns zum Glück hier durch diese Tür nicht. Der kann uns hier also nicht attackieren, wir ihn aber auch nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und hier ist auch direkt ein Krall gewesen. Aber der war kein Problem. So, bevor wir daran drehen, will ich jetzt aber erstmal nochmal hier hinten alles erforschen. Ah, okay. Sieht schon mal alles gut aus hier. Naja gut, sieht eigentlich nicht gut aus, weil hier Nalis sind, die sich quälen. Darum werde ich es jetzt auch mal erlösen. Hier drunter ist direkt so ein Blutfluss. Ich habe mich am Anfang nie getraut, hier reinzugehen, weil ich irgendwie noch so Doom geschädigt war. Dass ich dachte, wenn ich jetzt hier reingehe, macht mir der Schaden, wie bei Doom. Aber ist zum Glück nicht so. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. So, dann kommen wir nämlich nach hier oben und finden hier noch eine Razor Jack. Bringt uns aber ja jetzt nicht so viel. Ich glaube, die hätte ich noch voll. Darum gehe ich jetzt als nächstes mal hier hoch. Und hier ist die Stelle, wo im letzten Video der Brute hier oben stand. Der hat uns beschossen, als wir da hochfahren wollten. Und hier ist jetzt auch die Stelle, wie wir hier wieder raus zurückkommen, weil durch die Tür kamen wir ja gerade nicht. Hier können wir jetzt aber wieder zurück, sodass ich euch das Secret doch noch zeigen kann. Und dadurch verlieren wir jetzt wieder ein bisschen Zeit, weil ich jetzt wieder zurücklaufen muss. Total sinnlos, weil ich es vercheckt habe. Aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, die Fische sind jetzt immer noch tot. Ich gehe aber jetzt mal auf die Taschenlampe und springe hier mal rein. Denn hier in der Wand ist nämlich noch ein Geheimgang, wie ihr seht. Hier konnte man reinschwimmen. Das habe ich beim letzten Mal verpeilt. Und dann wird man hier nämlich von Tentacles angegriffen. Tja, so geil ist das hier. Und hier findet man dann nämlich ein Super Health Pack. Bringt uns jetzt nicht so viel, da wir 180 Lebenspunkte haben, aber naja, 20 Lebenspunkte haben oder nicht haben. Wir haben dadurch zwar jetzt ein bisschen Schildbild verloren, aber ist nicht so schlimm. Wenigstens können wir uns hier noch ein paar geile Leichen ansehen. Hier ohne Köpfe und Blut verschmiert, sieht hier so richtig abgeschlachtet aus alles. Ich glaube nicht, dass die zwei Tentacles hier waren, das alles machen konnten, aber naja, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Ich habe euch das Secret noch gezeigt. Und dann können wir jetzt auch den normalen Weg weitergehen. So lang ist das Level hier nicht. Ich denke mal, ich werde zwar heute wahrscheinlich nicht schaffen, das Level, aber dann morgen. Denn so lang ist es nicht. Ist auch eigentlich ein recht cooles Level, sind allerdings ein paar wirklich heikle Stellen hier in diesem Level bei. Wenn man nicht weiß, wie man sie lösen muss, ist das wirklich nicht leicht. Aber ich glaube, ich müsste es hinkriegen. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal durch diese Tür hier durch, hier drehen. Noch mal hier hinten hin. So. Und dann können wir jetzt auch nochmal weiter. Wunderbar. Jetzt drehen wir hier auch dran. So, und dann müsste theoretisch hier diese Tür aufgehen. Genauso wie das da. Oder? Hat sich das jetzt schon irgendwie gedreht? Genau, jetzt geht das hier nämlich alles auf. Und wir können hier gegen diese... Aber... Ich schieße am liebsten immer mit dieser Zweitfunktion hier. Weil, aber... Jetzt ist das hier wieder zugegangen, aber wir können halt noch hier durch. Warum ist das nicht ganz so schlimm? Waren das jetzt schon beide? Ah ja, cool. Ich habe die dann doch noch erledigt. Gut, also hier sind wir hergekommen. Alles klar, gut. Wir haben jetzt zwar absolut kein Schildfeld mehr. Und auch nicht mehr 200 Lebenspunkte, weil ich mich jetzt schon wieder total unnötig viel treffen lassen habe. Aber nicht so schlimm. Das geht alles noch, das ist noch alles in Ordnung. Das hier auf? Nee. Okay, gut. Na gut, ist natürlich nicht, dass es nicht aufgeht, aber... Jetzt erstmal egal. Können wir hier rein? Ja gut, die Türen gehen von alleine auf. Da geht es dann aber auch nicht weiter, genauso wie hier nicht. Hier geht es nicht weiter, das heißt, wir haben im Prinzip keine andere Wahl, als hier hochzugehen. Und hier ist wirklich... Hier ist die erste heikle Stelle, deswegen speichere ich jetzt auch mal. Irgendwo speichere mal hier. Hier ist nämlich die erste etwas schwierigere Stelle. Ich werde euch gleich zeigen, warum.
Das hier geht jetzt nämlich auf und da kommen ohne Ende... Oh, deswegen nämlich. Ja, genau, das wollte ich nämlich nicht. Hier kommen jetzt nämlich ohne Ende Krall raus. Allerdings kämpft der Titan gegen die Krall. Also der Titan kann die Krall auch nicht leiden und wird auch gegen die Krall kämpfen. Und der wird sogar die Krall lieber attackieren als mich. Also wenn er die Möglichkeit hat, also die Entscheidung hat, mich oder die Krall, dann wird er die Krall angreifen, der Titan. Ihr seht schon, da wurde gerade einer zerfetzt von dem. Und ja, und diese Krall kommen hier fast unendlich oft. Also das Beste ist einfach auf diesen Knopf zu drücken, den ich hier gerade gedrückt habe. Das war der hier auf dieser Seite, diesen Knopf drücken, damit hier das aufgeht und dann hier einfach abhauen und den Titan gegen die Krall kämpfen lassen. Gut, den können wir noch kaputt machen, oder? Ja genau, den machen wir noch kaputt. Genau, so. Da haben wir gerade die Fetzen und dann einfach nur abhauen. Die Krall kommen da zwar nicht unendlich, aber man könnte das Gefühl haben, dass sie da unendlich kommen. Guckt euch mal den Scar an, der hat eine Rüstung an. Das ist nämlich ein besserer Scar. Das war, glaube ich, ein Scar Assassin, nennt sich der, glaube ich. Und, ja, wie gesagt, also die Krall kommen fast unendlich. Man muss wirklich extrem lange gegen die kämpfen, bis die irgendwann mal aufhören. Und da schießt man wirklich all seine Munition, alle, man kommt da im Prinzip zu nichts. Es bringt eigentlich nichts, da zu kämpfen, auch gegen den Steintitan. Am besten einfach die gegeneinander kämpfen lassen und ja, einfach abhauen. Und dann hier rüber gehen und diesen Knopf drücken. So, dann kann der uns jetzt schon mal nicht mehr bewerfen. Und wir haben auch den Weg, durch den wir gekommen sind, der hinter uns zugegangen ist, haben wir jetzt wieder aufgemacht. Das heißt, wir können hier jetzt auch wieder weg. Das machen wir auch direkt mal. Wir können jetzt nämlich hier weg. Und müssen natürlich noch dafür sorgen, dass uns keiner folgt. Und dann können wir auch wieder zurück. Und haben jetzt das hier aufgemacht. Das ist das, was gerade noch nicht auf war. Hier können wir jetzt nämlich ein bisschen was drücken. So. Dann müsste auch hier irgendwas aufgehen. Genau, dann haben wir nämlich das hier aufgemacht. Allerdings ist hier jetzt auch noch was auf. Das heißt, wir gehen hier auch mal lang. Dann geht es nämlich auf. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und schwimmen dann mal hier lang. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier hinkommen, aber ist ja auch egal. So. Achso, jetzt sind wir nur oben drin. Genau, jetzt sind wir wieder hier oben, wo wir gerade schon waren. Hier in dem Wasser. Das hat jetzt also im Prinzip überhaupt nichts gebracht. Ach doch, hier kriegen wir noch ein bisschen Munition. Eine Flak Cannon. Können wir das jetzt hier wieder aufmachen? Ne, können wir natürlich nicht. Aber egal, so haben wir wenigstens Flak Cannon gekriegt und hätten auch noch ein bisschen Bio Rifle kriegen können, wenn wir das gebraucht hätten. Brauchen wir aber nicht. Darum können wir jetzt hier im Prinzip... Oh. Oh, jetzt bin ich hier, wo die Krall spawnen. Das ist natürlich wunderbar. Darum verpisse ich mich hier jetzt auch mal ganz schnell wieder. Nach hier. So. Und lass die Krall da wieder schön kämpfen gegen den Titan. Wunderbar. Ach, jetzt bin ich hier wieder falsch. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal hier lang, wo wir gerade aufgemacht haben. Genau. Wunderbar. Gegen Kralls kämpfen. Ist alles kein Problem. Die halten ja nicht so viel aus. Dann mal wieder so einen besseren Scar. Ups. So. Kommt der hier runter, oder was? Ich hoffe es ja nicht. Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich habe es aber vergessen, ist aber auch nicht so schlimm. Hä? Hab ich gerade irgendwas... Na, ist auch scheißegal, der wird hier schon nicht hinkommen, der komische Typ. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier drücken, so. Dann kommt nämlich auf der anderen Seite ein Fahrstuhl runter, den wir dann nehmen können. Hier, der kommt dann runter, wir sehen schon, da ist ein Gegner drauf. Kriegt natürlich direkt einer ab. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich schieße am liebsten mit der Zweitfunktion von der Flak Cannon, weil da dodgen die die Gegner nämlich nicht. Da weichen die nicht aus. Wenn ich normal mit den Primärfunktionen schieße, kann es halt nur vorkommen, dass die Gegner halt, wie es eigentlich schon tausendmal passiert ist, dass die Scar einfach ein Salto zur Seite machen und wir und deswegen ausweichen. Wenn wir aber mit der Zweitfunktion schießen, mit dieser dicken Kugel, da weichen die komischerweise nicht aus. So, jetzt haben wir auf den Knopf gedrückt und gehen jetzt hier erstmal runter. Schnell wieder raus aus dem Wasser. Denn hier sind, glaube ich, Devilfish drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier ist nämlich direkt einer. Zack. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Ich gucke aber mal vorsichtig, ob ich hier schon welche sehe. Ja, da ist noch einer. Zack, da schwimmt auch noch einer.
Ich glaube, das dürfte es auch schon fast gewesen sein an Devilfish. Ja. Gut, dann gehe ich einfach mal rein und hoffe, dass hier nichts Böses kommt. Doch, da kommt einer auf mich zu. Zack. Das war es aber auch schon. Jetzt dürfte es aber wirklich alles gewesen sein. Dann können wir nämlich hier in Ruhe unten hin und diesen Schalter drücken. Mit dem machen wir nämlich hier diese Türen auf, um hier wieder wegzukommen. Holen uns aber natürlich vorher noch, das Super Health Pack. Also ihr seht schon, hier gibt es, was Super Health Packs angeht, gibt es hier wirklich viele in diesem Level. Mann, geh doch hier hoch. Hey, warum kann ich hier nicht hoch? Was ist das jetzt? Was, weil hier so eine komische Kante war, oder was? In der? Ja, stimmt, wenn ich jetzt nach vorne drücke, springt der einfach nicht. Naja, egal. So, Super Health Pack. Ja, wegen den ganzen Titanen und sowas sind hier halt ein paar mehr Lebenspunkte. Aber ihr seht schon, so viele verlieren wir eigentlich nicht. Darum geht das eigentlich. Aber naja, wir sagen natürlich zu sowas nicht nein. Müssten jetzt eigentlich auch hier aufgemacht haben. Genau, jetzt haben wir hier aufgemacht, können hier weiter. So. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Entweder gehe ich erstmal den Weg hier. Den Unterwasserweg, der führt nämlich auch früher oder später in eine Sackgasse. Oder ich gehe erstmal den Weg oben. Ich glaube, ich gehe erstmal den Weg oben. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich speichere einfach mal. Ich weiß nicht, welcher jetzt, was schlauer ist, jetzt zuerst zu machen. Ich gehe aber erstmal den hier. So, hier ist jetzt die nächste Stelle, wo fast unendlich viele Krall kommen. Die kommen jetzt hier nämlich, es kommen immer zwei Stück. Immer zwei Krall und die kommen immer von da und immer, wenn wir die töten, kommen die halt wieder neu, diese beiden Krall. Und hier kann man wirklich auch ewig kämpfen. Die kommen halt, wie gesagt, auch wie gerade nicht unendlich, aber sie kommen wirklich oft. Und hier kann man wirklich schon all seine Munition alle ballern. Darum, wenn man weiß, wie man hier weiterkommt, kann man das auch umgehen. Das werde ich auch machen. Hier kann man nämlich einfach gegengehen, dann geht das nämlich auf. Und dann kann man hier hochfahren und sich von einem Scar anspringen lassen. Aua. Ist hier noch ein kleines Secret drin, das geht auf, ganz viel Fleck kennen ohne Ende. So, und dann gehen wir nämlich hier einfach weiter und können hier auf den Knopf drücken, dann haben wir dieses Level hier auch schon geschafft. Viel mehr geht, gibt es nämlich nicht. Das da ist jetzt aufgegangen, da sind wir aber hergekommen. So, und das Wichtige, genau, das war gut, dass wir als erstes hier hingegangen sind. Jetzt können wir nämlich, kommen wir an das Scuba-Gear, was da ist, und das brauchen wir nämlich auch. So, das hole ich mir jetzt als erstes. Kommen wir da hinten dran? Nee, schade. Gut, jetzt bin ich natürlich, weil ich da unbedingt da oben hin wollte, auch so blöd gesprungen, dass ich jetzt nicht mehr an das Scuba-Gear komme. Weg. Mann, ich lasse mich hier wirklich gerade kaputt ficken, aber nicht so schlimm. Scheißen wir einfach auf das, oder? Oh, jetzt war ich schon oben. Ach, kack drauf. Egal, ich gehe jetzt hier einfach weg. Hab das Scuba-Gear, genau. Das ist nämlich eigentlich das Einzige, was man hier holen muss, um dann nämlich hier jetzt weiterzukommen. Hier ist dann nämlich jetzt mehr oder weniger ein kurzer Wasserabschnitt. Na, so kurz ist dieser Abschnitt hier gar nicht. Der ist schon ziemlich lang. Aber jetzt geht's halt erstmal... Mann, geh doch durch. Unter Wasser weiter. So, am besten würde ich sagen, töten wir erstmal alles, was über Wasser ist. Hier sind nämlich ein paar... schon einige Gegner, wie ihr seht. Sogar mehrere. So, hier geht es glaube ich nicht mehr weiter. Gehen wir dann mal nach da hinten. Ist auch nicht ultra groß hier dieses Gebiet, aber es sind ziemlich viele Devilfish im Wasser. Tentacles und auch ein paar Scar. So. Tot alle, wunderbar. Keine Rüstung, ein bisschen Rüstung hätte ich ja schon ganz gerne. So, ich glaube hier oben ist erstmal alles, jetzt ist alles tot. Jetzt müssen wir nämlich ins Wasser und im Wasser gibt es ein bestimmtes, einen bestimmten Gang. Ihr seht, da unten sind so, so Gitter. Ich kann es euch mal zeigen. Oh, erstmal den Level für Schütten, da unten sind so Gitter und ein Gitter ist offen. Ich weiß aber nicht welches, das müssen wir jetzt suchen. Das eine offene Gitter. Darum würde ich sagen, gehe ich auch einfach mal hier, wo es sicher ist, ins Wasser. Und guck da mal, ob ich mich hier nicht... Dass ich mich hier nicht von irgendwelchen komischen Devilfish töten lasse. Ist das hier? Nein, das ist es nicht. Das hier? Nein, das ist es auch nicht. Sonst gibt es unter Wasser hier eigentlich nicht viel zu finden oder irgendwas Aufregendes. Da haben wir noch so ein Devil-Arschloch. So...
Ist das hier der Weg? Nein, das ist es auch nicht. Hier geht es übrigens wieder weiter, da sind wir hergekommen. Hier auch nicht. Devilfish, okay. Ja, die Kisten mache ich jetzt nicht auf, da ist voraussichtlich eh nur Munition drin, welche wir nicht brauchen. Das sah hier schon fast merkwürdig aus, aber es ist glaube ich nichts. Oh doch, Fleckgänen. Ja gut, nehmen wir mal mit. So, wo ist die Scheiße jetzt? Ich gehe nochmal kurz über Wasser. Ich will ja auch nicht mein Scuba-Gear total sinnlos verschwenden. So, ich glaube hier rechts... Ne, hier geht's auch nicht. Hier rechts waren wir noch nicht. Genau, hier ist es nämlich. Hier müssen wir runter. Machen wir auch. Und schwimmen jetzt hier erstmal eine Zeit lang lang. So. Ihr seht schon, warum wir Scuba-Gear brauchen. Weil hier wirklich ein langer Weg ist. Und wenn wir erst zu diesem Wasserlevel hier gegangen, hätten wir das Ganze halt ohne Scuba-Gear machen müssen. Und dann ist es schon wirklich... ja, gar nicht so leicht, hier ohne große Lebenspunkte zu verlieren durchzukommen. So, töten wir. Töten wir auch. Und töten wir auch. Kriegen hier auch wieder die Munition voll. Kriegen hier eine neue Rüstung. Und kriegen hier auch noch ein Super Health Pack. Stehen jetzt also schon wieder richtig gut da. Und drücken auf diesen Schalter hier. Oder haben wir den jetzt schon aktiviert? Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht aber so aus, als ob wir den schon aktiviert haben. Okay, gut, dann speichere ich jetzt aber mal, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir den tatsächlich aktiviert haben. Und falls nicht, kann ich dann hier nochmal laden. Wir gehen jetzt, haben jetzt hier aber erstmal alles getan und gehen wieder zurück, wenn ich jetzt gerade den Weg, das Loch finden würde, wo ich hergekommen bin. Hä? Wo ist die Scheiße? Bin ich gerade blind? Wo bin ich hergekommen? Ah, hier. Hä, das habe ich jetzt mal gar nicht gesehen, das Loch hier. Na egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Ich weiß, meine Zeit ist schon zu Ende und ich überziehe gerade wieder ein bisschen. Aber das hier will ich jetzt wenigstens noch fertig machen und zeigen, was wir gerade aktiviert haben und wo es jetzt weitergeht. Ich muss mich jetzt ein kleines bisschen beeilen, denn das Scuba-Gear ist auch nicht mehr Ewigkeiten, weil ich gerade schon total viel sinnlos unter Wasser rumgeschwommen bin. Aber ist ja nicht so schlimm, wir gehen jetzt hier nämlich wieder raus und müssen es dann auch gleich geschafft haben. So, jetzt gucken wir eben, wo wir hergekommen sind. Was ich aber gerade nicht weiß. Na, wo sind wir hergekommen? Ich glaube von hier. Genau, hier sind wir richtig. Wunderbar. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Hier raus. Und wieder ganz zurück. Denn jetzt haben wir hier hinten, wo wir am Anfang nicht weiterkamen, bei diesem Brute die Tür geöffnet. Die hier. Hier haben wir heute gestartet an dieser Tür. Und diese Tür war zu mit diesem Brute. Und hier müssen wir dann morgen weitermachen, durch diese Tür. Darum mache ich jetzt auch erstmal Pause. Ihr seht also, was wir heute alles geschafft haben. Hier gestartet, hier geht's weiter. Also viel haben wir heute nicht gemacht. Gegen den Blut kämpfe ich jetzt nicht mehr. Ich mache hier Pause. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Leute.